Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Blaze Black in der Nuzlocke. Wir haben beim letzten Mal uns den Weg nach Septerna City gebahnt und wir haben ein wunderschönes Barschuft gefangen. Ist es nicht wunderschön? Schaut es euch an. Es ist sehr ernst und es liebt es zu essen. Mit diesem Gebiss hoffe ich, dass es liebt zu essen. Es klingt auch sehr angenehm. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Und was wir heute machen wollen, ist hoffentlich die Arena clearen. Weil das Ding ist halt, da unten laufen zwar ein paar Trainer rum, da hinten. Hier ist ein Revive, den können wir jetzt erstmal verkaufen. Da hinten laufen zwar ein paar Trainer rum, aber ich habe Angst, dass ich dann overlevel und in der Arena, übers Level Cap gehe. Deswegen werde ich erst die Arena clearen und dann gucken, dass wir so viele Trainer wieder wie möglich da hinten noch umholzen, bevor wir uns mit der Arenaleiterin anlegen. So, hier bitte nehmt mein Revive. Ich kann damit nichts anfangen. Habe ich sonst noch irgendwelche dumme Scheiße, mit der ich nichts anfangen kann? Nee, gerade nicht. Okay, aber was wir vorher noch machen können, bevor wir in die Arena gehen, ist, wir können versuchen, ein Pokémon zu fangen. Diese Möglichkeit haben wir nämlich noch. Wer leadet denn zum Pokémon fangen? Ich würde sagen, Ethelyn ist immer ganz gut geeignet zum Pokémon fangen. Denn hier links können wir tatsächlich versuchen, ein Pokémon zu fangen. Erstmal holen wir uns aber das Item hier rum. Das Ding ist halt, man könnte im Doppelkampfgras versuchen, ein Sorg zu kriegen, ein Karadonis. Aber ich glaube, ich bin zu schwach, um Karadonis zu kriegen. Ich glaube, Karadonis haut mich einfach kaputt. Und das wäre mir sehr unangenehm, wenn Karadonis das macht. Vor allem, weil halt mein Mon, das am ehesten Karadonis Hits nimmt, minus Death ist. Klingt unangenehm. Deswegen möchte ich mich zuerst, möchte ich lieber einen anderen Encounter kriegen. Und deswegen gucken wir uns jetzt das Item auch. Ah, hier sind so viele Items, es ist unglaublich. Ein Äther. Ja, kann eventuell mal ganz praktisch sein. So, und wir versuchen uns jetzt hier einfach ein Pokémon zu fangen. Aber wir warten auf Ordoch-Gras. Denn Ordoch haben wir schon. Heißt, wir können dreimal vor Ordoch wegrennen. Und dann erst das vierte Mon müssten wir nehmen. Und das heißt, wir haben eine Chance auf Riolu. Und Riolu finde ich gut. Ich mag Riolu. Weil wir könnten einfach den ganzen Tag mit dem Fahrrad im Kreis fahren, bis wir genug Freundschaft haben und es sich zu Lucario entwickelt. Und da wäre ich ja voll für. Wobei ich das wahrscheinlich zwischen den Parts machen würde, also die Freundschaft hochfahren. Also das muss ich euch nicht antun. Aber gucken wir erstmal. Darf ich hier schon rein? Eigentlich im Normalfall darf man das nicht. Nee, darf ich auch nicht. Okay, siehst du mal. So, jetzt bitte gib mir hier ein Ordoch-Gras. Du gebe mir das Ordoch-Gras. Da ist das Ordoch-Gras. Rein da. Und was haben wir hier? Ein Feuriegel. Okay. Ist zwar kein Riolu, aber es ist okay. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich habe Angst, dass ein Double Slap stirbt. Song ist feuerfest. Hat Hitzeschutz, meine ich. Deswegen bringe ich Song mal rein und will für Hypnose. Weil so einen Starter zu fangen ist für gewöhnlich relativ schwierig. Die haben eine ziemlich niedrige Fangrate. So, gehen wir erstmal für Konfusion und danach für Hypnose. Lia ist mir ziemlich egal. Physische Moves hast du nicht, die mir gefährlich werden können auf dem Level. Das Coole ist, Cyndaquil ist kurz vor der Entwicklung. Also ein Level noch und es entwickelt sich. Da haben wir es gekrittet. Das ist lucky, dass es jetzt passiert ist und nicht später. Und jetzt hauen wir dem noch eine Hypnose rein und lassen es einschlafen, um dann unsere Pokébälle nach ihm zu werfen. Und dann kann ich überlegen, ob es sich vielleicht sogar lohnt, Feuerriegel für die erste Arena, für die zweite Arena mitzunehmen. Ich meine, es wäre ein Igelava. Auf dem nächsten Level entwickelt es sich zu Igelava. Also da wären Panpyro natürlich deutlich cooler. Aber ich meine, Igelava ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Muss ich auch mal auf mein Team gucken, ob sich das eventuell lohnt. 1, 2, 3. Nice. Weil ich glaube tatsächlich, es lohnt sich nicht. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich nicht. Aber Igelava ist ganz cool für die dritte Arena dann zu haben. So als Fire-Type. So, Timid Nature. Wäre das halt nicht wirklich eine Timid Nature. Wie nennen wir denn unser Feuerriegel? Ich nenne mein Feuerriegel Joy, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut. So, ich finde Joy ist einfach ein Name, der passt auf Feuerriegel. Okay, haben wir das? Ich gucke mir nochmal eben Feuerriegels Stats an. Aber ich glaube nicht, dass Feuerriegel... das Feuerriegel so geeignet für die Arena ist. Nicht auf dem Team, was wir hier haben. Wir haben auch gerade noch Kane. Der ist basically besseres Feuerriegel. Ja, wobei, ich glaube, Igelava ist besser als Kane. Aber Kane lernt halt bessere Moves. Das ist so das Ding. Kane lernt bessere Moves als Igelava.
Ich heile gerade nochmal die paar KP-Schaden, die Bronze genommen hat. Es ist ein bisschen lächerlich, aber ich mach's tatsächlich wirklich. Und dann muss ich mir gleich nochmal angucken, was denn N gleich mitbringt. Weil N bringt Doppelkampf und er bringt Sonne, wenn ich mich nicht irre. So, aber erstmal gucken wir uns... Wir wollen nicht depositen. Wir wollen gar nichts depositen. Wir wollen moven. So, Feuerriegel. Modest. Modest. Okay, Modest ist auch fein. Ist zwar nicht timid, so wie der Pokédex mir das gesagt hat, aber Modest ist auch fein. Und ich gebe dir mal bitte hier Ember. So. Also Modest ist fein. Wobei Ember wollen wir wahrscheinlich nicht haben. Wir wollen, wenn dann wahrscheinlich Einäschern spielen, weil das ist stärker als Ember. Aber Feuerriegel ist cool. Was mich auch gerade interessiert ist, wir müssen mal in den Pokédex gucken, wie viele Pokémon wir gesehen haben. Weil wenn wir 60 Pokémon gesehen haben, sollten... Wie viele haben wir gesehen? 18, das ist nichts. Das ist gar nichts. Ja, stimmt, weil die meisten, die wir gesehen haben, waren nicht in diesem Pokédex drin. Das heißt, die werden wahrscheinlich nicht dazu zählen. Das heißt, wir werden kein Schutzschild kriegen. Weil sonst würde man ab 60 gesehenen Pokémon kriegt man TM Schutzschild in Avenizia. Aber die werden wohl nicht mitgezählt. So, jetzt muss ich mal eben einfach mal nachchecken, was denn der Lead von... Also da ist ein Bronze auf jeden Fall dabei. Bei... Ich glaube... Jagen Kane ist okay im Lead. Wir lieben mal Jagen Kane. Notfalls haben wir Ethlyn zum Einwechseln. Aber Ethlyn sollte halt nicht zu viel XP nehmen. Kriegen. Und damit sollten wir N umboxen können. Ich meine, wenn er uns Sonne bringt. Sonne wird nicht Turn 1. Er wird nicht mit der Sonne leaden. Das ist so das Ding. Er wird nicht mit der Sonne leaden. Ich brauche gar nicht speichern. Ich kann eh nicht resetten. So. Er wird nicht mit der Sonne leaden. Er hat auf jeden Fall ein Bronze. Bronze würden wir dann mit dem Feuermove umboxen wollen. Hallo N auf jeden Fall. Definitiv. Was hast du gesagt? Ich stimme dir einfach mal zu. Ich mag dich, N. Hast bestimmt recht. So, N. Was hast du hier? Drillbur Bronzor. Das ist optimal, dass ich so geleadet habe, wie ich geleadet habe. Weil das bedeutet, dass ich das Drillbur Aqua Gen kann. Ich werde das Drillbur Map angreifen. Für den Fall, dass es nicht an Aqua Jet stirbt, weil das könnte passieren. Aber outspeeden werde ich das Drillbur auf jeden Fall. Drillbur ist jetzt nicht für seinen Speed bekannt. Oh, ich outspeede es nicht. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Und der geht für ein Rollout. So, das heißt nämlich, ich werde jetzt einfach mal Kane auswechseln. Bevor irgendwas Dummes passiert. Auf wen gehen wir denn hier? Ich glaube, Ethlyn ist fein, hier reinzuholen. Und sie dann direkt wieder auszuwechseln. Wir gehen jetzt erstmal für einen Bite gegen Bronze. Hoffen, dass es geflincht wird. Und dann können wir ja unseren Fire-Type, wenn wir wollen, wieder reinholen. Nachdem wir den Dicke gefressen haben. Okay, Bronze geflincht, das ist optimal. So, dann gehen wir mal back to Kane. Und nutzen die Gelegenheit, um Drillbur erstmal weg zu Aquajetten, damit es uns nicht gefährlich wird. So. Ethlyn wird sich wieder voll heilen, also fast voll, wenn ich mich nicht irre, mit dem Generator. Kane kommt wieder rein. Das Stärkste, was uns passieren kann, ist, dass, dass wir gerolloutet werden. Aber es wird halt ein Standard Base Rollout sein, weil wir haben gerade Rollout zurückgesetzt. Extra Sensory. Okay. Das macht ganz schön Schaden. Und Timpole. Problem, auf Timpole will ich auch nicht drin bleiben. Auf Timpole will ich nicht drin sein. Wen bringen wir da rein? Wir gehen mal auf Song. Und wir headbutten das Timpole. Das Problem mit dem Timpole ist halt, der ist schnell, der hat Lehmschuss. Das gefällt mir nicht. Und Bronze würde halt den Wassermove, den es eventuell drücken könnte, würde es nehmen. Und Bronze nimmt alle Moves vom gegnerischen Bronze. Und das gegnerische Bronze geht für Rollout und Song dodged. Super gemacht, Song. Versuchen wir doch einfach mal eine Hypnose gegen das gegnerische Bronze zu hitten. Das gegnerische Bronze sieht jetzt nicht so threatening aus. Im Timpole würde ich gerne loswerden, bevor es anfängt, hier zu Lehmschuss zu drücken. So. Machst du super, Jagen. Großer Fan davon, was du hier tust. Da kommt noch eine Extra Sensory gegen Jagen, aber es ist halt nur ein Bronze. Und unser Bronze misst unsere Hypnose. Sehr schade. Da kommt ein Zorua. So, wie sieht's aus gegen Zorua? Wir versuchen weiter Bronze zu sleepen und gehen für Headbutt gegen Zorua.
Jagen sollte hier lebend rauskommen. Jagen ausbietet aus ihm auf jeden Fall das Zoroa. Eventuell kriegen wir den ja geflincht. Was wir tun, sehr nice. Wir kriegen das Bronze gesleept und schneller als Bronze. Wir speedteilen nochmal mit dem gegnerischen Bronze, mit unserem Bronze. Das ist interessant. So, dann wechseln wir unser Bronze doch einfach mal wieder aus. Oder tun wir das? Wir können auch das gegnerische Bronze auch noch confusen mit Confuse Ray. Und Jagen headbutted Zoroa. Weil solange Bronze ist halt kein großer Threat, ne? Das Bronze draußen ist es gar nicht so schlimm. Nee, pass auf. Wir machen das anders. Bronze, du wechselst aus auf Karel. Zeig mir, wie viel XP du hast. Ist in Ordnung. Wir bringen Karel rein. Du headbuttest das Zoroa. Und dann kommt nämlich gleich die Sonne rein. Und ich glaube, Karel habe ich lieber gegen die Sonne drin als Bronze. So, Bronze schläft noch. Bevor das Bronze gleich extra Sensory hat, werden wir es auch mal umholzen. So, hier kommt die Sonne. Du gehst für Karate Chop gegen Bronze. Und du gehst für Headbutt gegen Vulpix. Weil unser Aqua Jet ist jetzt sowieso geweakened. Wir haben keine Adaptability. Ich glaube, es ist sinnvoller für Headbutt zu gehen. Das hat auch eine Flinch-Chance. Den One-Hit hätten wir wahrscheinlich eh nicht bekommen. Bronze wacht auf, geht für extra Sensory. Das ist gefährlich. Ah, auf Jagen. Und da kommt ein Brüller. Okay. Das war's mit dem Mon. Zickzacks kommt rein. Ich weiß nicht, ob Zickzacks so schlimm ist, dass es draußen ist. Geh mal für Karate Chop gegen Vulpix. Und Zickzacks geh mal für Headbutt gegen Vulpix. Flame Burst. Das war Volt. Okay, Volt wurde gewone-hitted. Holy fuck. Das habe ich nicht erwartet. Auch mit Sonne. Mit einem One-Hit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. So, Extra Sensory wird man nehmen. Karel wurde weggekrittet. Das war unser Fighting-Type. Ja, geil. Ja, geil. Dahin. Und Song, geh mal auch rein. Oh. Ja, das war's mit unserem Fighting-Type. Das ist scheiße gelaufen. Das ist richtig scheiße gelaufen. Der Crit hätte jetzt echt nicht mehr sein müssen. Der Crit hätte echt nicht sein müssen. Aber es war halt auch nur ein Bronzel. Ich hätte nicht gedacht, dass das einfach so viel Schaden macht. Also klar, sehr effektiv und exzessiv, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht. Oh, fuck. Wie viele Pokémon haben wir noch auf der Box? Zwei? Also unser Team kriegen wir voll. Das ist nicht das Problem. Scheiße. Volt hat noch ein Item, das nehmen wir uns noch mit. Ein Antidote. Danke, Volt. Letzte, was du uns geben kannst. Ein Gegengift. Ach, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Aber wir sollten noch. Wir haben genau zwei Pokémon noch. Das heißt, Linde ist wieder hier. Willkommen zurück, Linde. Was mit dir, Volt? Ich hätte dich gerne noch als Dingens hier gesehen. Als Geradax. Und tschüss, Karel. Du warst mein Fighting-Type. Ich habe dich eigentlich echt dringend gebraucht. Ah, oh, scheiße. Dann haben wir jetzt halt Joy. Zweiter Fire-Type. Und unser Trassler ist wieder zurück. Aber es ist echt schrecklich jetzt gerade. Oh, fuck. Ah, fuck. Wie machen wir jetzt weiter? Ich muss ja jetzt eigentlich erstmal eine kleine Trainingssession machen. Und das werde ich jetzt auch. Ich muss dann halt, ich werde eben die Aufnahme pausieren. Ich werde eben Joy und Linde hier ein bisschen auf Teamniveau trainieren, beide auf Level 16 mindestens. Am besten trainiere ich Song auch noch bis auf Level 17 und dann gehen wir die Arena an. Das ist jetzt scheiße gelaufen. Wir sehen uns gleich. Das schneiden wir noch rein. Joy entwickelt sich. Und nur ein Ordoch umgeholzt dafür. Nur eins.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt das Team ein bisschen trainiert, wie ihr seht. Ich habe hier Song ist Level 17, Joy ist Level 17, Kane Level 17, Linde Level 17, die beiden weiter Level 19. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt mal in die Arena rein und holen uns ein paar Trainer ab. Ich glaube, neue Moves kamen nicht dazu, wenn ich gerade hier so drauf gucke. Joy hat Extra Chance gelernt, doch, es kamen neue Moves dazu. Bei Kane nichts, bei Linde hat Lucky Chant gelernt. Das habe ich mal drauf getan, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals drücken werde. Aber sonst hat sich ja hier nichts getan. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt damit in die Arena rein. Und werden hier erstmal von diesem charmanten Forscher aufgehalten. Es ist halt echt kacke, dass wir unseren Fighting-Type verloren haben. Es ist echt kacke. Das Ding ist, unser Fighting-Type hatte einen Fighting-Move, das war Karate Chop. Und der ist auch nur stärker als sein Wasser-Move gewesen, wenn er den crittet. Also, ne? Also auch wenn es sehr effektiv ist. Wenn ich jetzt... Nee, doch. Nee, das wäre so oder so stärker gewesen. Ich bin dumm. Doch, es wäre stärker gewesen, aber doof gelaufen jetzt. Wir müssen gucken, dass wir dann mit Song einen von den beiden sleepen und dann auf dem anderen irgendwie krass Work machen. Vielleicht kriegen wir Kane gesetupt. Also das Ding ist, Kane und Joy, guckt euch die an, Joy ist einfach Kane in besser. Nur halt ohne Work-Up, was ein bisschen schade ist. Vielleicht kann Joy ja jetzt ihr Lava-Work-Up lernen. Ich habe das nur als Vollregel nachgeguckt. Work-Up. Ist das drin? Dürfen wir? Dürfen wir nicht. Ethlyn könnte halt, aber ich glaube, auf Ethlyn habe ich den Slot einfach nicht. So, dann wollen wir mal, ne? Das wird eine schwierige Arena jetzt. Das wird eine sehr schwierige Arena. Ich muss halt hoffen, dass Bronze das irgendwie cleart. Dass Bronze uns hier durchcarried. Sonst haben wir, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten. I guess, wenn Jayden Zertrümmerer lernt, ist das das Stärkste, was er lernt, was er gegen die kann. Kommt dann auf 80 mit sehr effektiv, aber Jayden lernt keinen Zertrümmerer, okay. Weil das wäre dann stärker gewesen als sein Headbutt, was aktuell sein stärkster Move ist. Chip Away bringt uns leider nichts, weil es nicht unseren Attack Drop ignoriert, sondern nur den vom Gegner. Da wollen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Erstmal kümmern wir uns auch um die Trainer hier. Und die sollten jetzt nicht so schlimm sein. Sind halt Normal-Types, ne? Aber halt die weakeren Normal-Types. Jetzt nicht irgendwie Relaxo oder so. Das wäre krass. Hier geht's los mit IPOM. Level 18. Das ist halt schon ziemlich High-Level, ne? Das ist halt schon ziemlich High-Level. Wir gehen jetzt erstmal für Confused Ray und dann fangen wir an, ein paar Hypnosis zu drücken. Astonish macht uns gar nichts. 5 KP. Auch ein bisschen mehr, als ich gehofft hätte. Aber wir sind halt langsamer. Das heißt, wir können Confuse Stray drücken und dann eventuell Work machen. Ich möchte halt nicht Rollout drücken, weil dann habe ich Angst, dass, weil ich nicht auswechseln kann, dass ich halt gefangen bin. Kannst du wieder aufhören? Warum konnte das Gegnerische eigentlich Extrasensory und mein Song kann sowas nicht? Warum bin ich auf Konfusion gelockt? Bin ich ein bisschen fies. Wir können jetzt hier etwas einwechseln. Ich glaube, wir bringen Joy rein. Joy ist schneller als IPOM, hoffentlich. Joy ist auf jeden Fall mein zweitschnellstes Pokémon. So, IPOM schläft noch. Und wir fangen an mit Incinerate. Kommt auf Base 75. Heißt, Extrasensory ist stärker. Mit 80. Heißt, wir drücken Extrasensory über Incinerate. Und das IPOM ist schneller als Joy. Das ist sad. Und das macht gar keinen Schaden. Immerhin haben wir Quick Attack. Okay, er schläft noch. Er schläft noch. Das heißt, wir können nachdem diese Extra Sensory gehittet hat, auf Quick Attack drücken und hoffen, dass das killt. Was es wahrscheinlich nicht tun wird, aber nee, tut's nicht. IPOM, hau dich bitte selbst. Dankeschön. Okay. IPOM hat sich selbst gehauen. Das heißt, Bronze hat tatsächlich mehr gemacht als nur. Hat Roy seinen gesamten Schaden erspart. Snubbull. Snubbull, Snubbull, Snubbull. Das outspeeden wir auf jeden Fall. Ich gehe für Extrasensory. Notfalls muss ich halt auswechseln. Keine 50%. Wir kriegen einen Flinch. Sehr cool. Wie hoch ist Extrasensory's Flinch-Chance? 20%? Nicht hoch auf jeden Fall. Lick, wem parast mich? Ugh. Doof jetzt. Versuchen wir mal mit Quick Attack den Finisher noch zu holen. Dead. Okay. Den haben wir noch bekommen. Level up to Roy. Level 18.
Und was kommt da? Lickitung. Lickitung, Lickitung. Cloud9 hat der. Lickitung ist schwierig. Man könnte Jagen auf den reinbringen. Wir bringen mal Jagen auf den rein. Wir bringen mal Jagen auf den rein. Wickel. Okay. Immerhin kriegt Jagen nicht die vollen EP für Lickitung. Wir sind jetzt halt gefangen. Das ist ein bisschen nervig. So, wir gehen jetzt für Headbutt. Ist unser stärkster Move und kann flinchen. Erster Flinch. Wie auch immer es zurückschreckt, während es uns gleichzeitig noch umwickelt hat. Und da haben wir es weggekrittet. Sehr schön. Gibt ja nicht so viel XP, also in Ordnung. Und Mincino. Da bleiben wir jetzt einfach drauf drin drücken. Headbutt, ich will hier nichts einwechseln müssen. Tickle. Das war mein Attack-Stat und mein Defense-Stat, aber es reicht noch, um mit Headbutt zu killen. Also, das ist jetzt nicht so schlimm. So, Jagen geht den Level 20 immer näher. Aber wir haben noch ein bisschen Spielraum. Ein bisschen Spielraum haben wir noch. So, wir haben... Full Heal, um Poison zu heilen. Poison, um Para zu heilen. Also, let's go. Ich habe ein paar Super Potions gekauft, damit wir halt nicht ständig zurücklaufen müssen. Wir haben noch unsere Beere, ne? Ja. Die darf ich nicht vergessen, dass ich die vor dem Kampf einmal vergebe an Bronzel. Wäre halt ganz cool, wenn Ethlyn irgendwie noch Status-Moves hätte. Aber sowas hat Ethlyn nicht. Ethlyn hat höchstens Incinerate. Mehr nicht. Und wir haben auch keine Protects. Die wären auch irgendwie wichtig. Ich suche ein Buch. Ist das hier das Buch? Nee, noch nicht. Dafür, dann war das noch in der ersten Reihe irgendwo. Statt ein Pokémon heißt es auf Deutsch, glaube ich. Das ist es. Das ist es. Das ist es, was ich suche. So, nächste Frage. Genau das, was hier drüber ist, genau direkt. Das hier ist das nächste Buch. Biology of Patred. Dann gehen wir da hoch zu der Trainerin. Flame Burst, Burns Inside, bla bla bla. Das ist eine Lokomotive. Und das bist du hier. So, du bist eine Lokomotive. Song ist im Lied. Song hat Hypnose. Bitte kämpfe gegen mich. Kämpfe einfach gegen mich. Ich glaube, ich werde dann gegen Ordos auf Level 20 grinden und noch nicht die Trainer machen. Die mache ich dann später. Ich habe ein bisschen zu viel Angst gerade. So, Lidit Ditto. Ditto ist jetzt ein 5 AP Bronzel. Lidit Confuse Ray, X-Defend, Fies. Ist jetzt leider auch Heatproof, heißt Feuermoves sind nicht. Hätte ich Ground Moves, wäre cool. Aber den Luxus habe ich nicht. Jetzt gehen wir für Hypnose. Wurden leider outspeeded. Wir haben den Speeder leider gewonnen, meine ich. Und haben leider gemisst. So ist es nochmal mit Hypnose. Wieder daneben. Aber Ditto haut sich weiter selber. Also alles fein. Hypnose bitte. Oh, dieses Mal gewinnt es den Speeder, aber haut sich wieder selbst. Weiter so sorgen. Und wir haben die Hypnose gehittet. Sehr schön. Heißt, wir haben jetzt einen garantierten Safe-Switch. Und ich würde sagen, wir gehen trotz Heatproof auf unser Kane, weil das Ditto sollte uns nicht viel können. Also klar, es hat Rollout, aber das war es auch. Und ich bezweifle, dass es uns mit einem Rollout eben so hart wegboxen sollte. Also wir machen gar keinen Schaden. Aber es schläft noch, also alles gut. Es schläft noch. Alles gut. Flame Burst. Weiter so. Und ein Tug schläft. Also jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. Zwei Flame Bursts werden reichen, um das Ditto umzuholzen. Jetzt wacht es auf. Vielleicht haut es sich ja nochmal selber, weil wir so... Alter, wir sind so lucky gegen dieses Ditto. Okay, Ditto ist weg. Ditto hat sich selbst verprügelt. Kein Level 18. Cool. Möchte Yawn lernen. Habe ich keinen Slot für. Kein Yawn. Nope, wir behalten unsere alten Moves. Give up on Yawn. Song auch Level 18. Sehr schön. Und jetzt kommt Smeargle.
Smeargle ist threatening. Smeargle kann nämlich richtig kranke Moves. Wir flamebursten ihn einfach in der Hoffnung, dass wir schneller sind, was wir nicht sind. Wir dodgen im Arrow Blast, aber wir nehmen den Arrow Blast von Smeargle, weil Smeargle ist schwach wie Scheiß und da kommt Moody. Fuck. Attack rolls sharply. Special Attack fell. Das ist cool für den Arrow Blast, aber ich habe Angst, dass der irgendwie. Warte mal. 70 Power mit 35 dazu, 105. Ja, genau. Acrobatics ist stärker, aber wir sind plus Special Attack Nature, das heißt Flameburst ist wahrscheinlich der stärkere Move. Und da kommt eine Hypnose. Oh nee. Oh nee. Da geht's schon los. Und es ist halt Moody. Defense Rose. Defense ist okay. Evasiveness Fell. Okay, nehmen wir. Flame Burst. Können wir bitte aufwachen? Arrow Blast. Der macht halt nichts, weil Smeargle's Stats scheiße sind. Critical Hit. Geil. Oh, wir sind aber direkt durchgekommen. Hauen einen Flame Burst raus und kritten ihn. Einfach zurückgekrittet. Weg mit dem Drecksack. Cast Form. Cast Form ist ein bisschen gefährlich. Der hat ein paar viele Moves. Wir gehen mal auf Song, um Cast Form abzufangen. Wir sind Heatproof. Powder Snow. Weh, du freest mich. Time Freeze. Sehr cool. Und wir gehen für eine Hypnose. Ember. Ja, wir sind Heatproof. Nehmen wir. Und Hypnose gehittet. Sehr cool. Heißt, wir haben wieder einen Safe Switch. Aber ich glaube, wir bleiben mit Runzel diesmal drin, gehen einfach auch für Konfusion. Das Cast Form kann uns halt nicht viel. Gucken, wie viel unsere Konfusion macht. Nichts. Okay, let's go Confuse Ray. Und sobald wir die gehittet haben, gehen wir nochmal für Hypnose. Sobald, falls er aufwacht, können wir ihn dann direkt wieder einschläfern. Dann versuchen wir einen Switch-Out zu kriegen. Weil wir machen halt gar keinen Schaden. Okay, der hat sich selbst gehauen. Das ist gut. Macht sich selbst mehr, als wir ihm machen. Es schläft wieder, also Bronzel wieder rausholen. Also holen wir Bronzel wieder raus. Gehen auf Linde. Wenn es nur speziell angreift, nimmt Linde die Hits ja auch einigermaßen. Und dann spammen wir ein bisschen auf Psystrahl. Psybeam, genau. Schläft weiter. Sehr schön. Je mehr Sleep-Turns wir kriegen, desto besser. Und Psystrahl. Macht auch nicht so viel, aber es macht mehr als die Konfusion von Bronzel. Kerstform haut sich nicht selber. Da kommt ein Weatherball. Aua. Der macht doch ganz schön viel. Bringen wir mal Bronzel wieder rein. Der resistet den Weatherball immerhin. Er ist halt ein Stab, spezieller normalen Move, ne? So, Kerstform, hau dich bitte selbst. Du bist nicht. Kommt ein guter Schnee. Muss man halt mal aushalten jetzt. Auch kein Freeze. So, Konfusion. Bitte hol das Kerstform ab. Watergun. So, Watergun, Puderschnee, Glut und Weatherball. Noch eine Watergun. Ist in Ordnung. Kann uns immerhin nicht statusen. Also es hätte schlimmer kommen können. So, Castform haben wir erledigt. Kane auf Level 19. Das ist auch cool. Porygon. Oh no. Oh no. Krieg aber nur einen Attack Boost, ne? Ja. Gehen wir für Confuse Ray. Es fängt an sich zu sharpenen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Plus 2 Attack. Plus 2 Attack Porygon. Aber wir haben es verwirrt. Also wenn es sich selber haut, haut es sich selber ganz schön. Haut es sich ganz schön hart selber. So, wen bringen wir rein? Ist das hier ein Jagen-Moment? Wie viel Death? 35. Das ist mehr als Song hat. Aber es wird halt normal effektiv getroffen. Das kann ganz schön wehtun. Aber wir müssen, glaube ich, auf Jagen gehen. Wir müssen, glaube ich, auf Jagen gehen. So. Jetzt hau dich selbst, Porygon. Bitte. Sharp. Oh, plus 3 Attack. Es wird immer gruseliger. Aber wir können jetzt hier für Confusion Flinches gehen. Also es ist verwirrt und wir gehen noch für Flinches. Also let's go Headbutt. Geht für Tackle. Aua, aua, aua. Plus 3 Tackle. Kein Two-Hit. Okay, nochmal ein Headbutt. Crit. Huh. Okay. Porygon wurde besiegt. Mach mal nicht solche gruseligen Sachen hier, bitte. Das ist ganz schön. Es ist anspruchsvoll. Ich lese gleich dein Buch. Ich muss erstmal meine Pokémon heilen. Lass mich mal eben hier.
So. Recovered, recovered, recovered und Kane auch. So. Da habe ich gerade ein bisschen Angst bekommen. So, gib mir bitte dieses Buch hier. Das sollte das Buch ganz vorne rechts sein, was hier gesucht wird. Children's Book, Sweets for Pokémon. Ja, das ist es. Poffins. Knusps, glaube ich, oder? Poffins und Knusps? Ich glaube, Poffins und Knusps. Und das nächste Buch ist das hier. Von dieser Trainerin. Dann wollen wir mal. Ja, bitte. Kann ich. Also, jetzt komm ran hier. Komm ran hier. Okay, Banieri ist jetzt nicht so threatening. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Wir werden auch hier wieder für Verwirrung gehen. Das ist irgendwie die reliableste Strat, die ich habe. Frustration. Oh. Wenn die Stab ist... Ja, die tut ganz schön weh. Wenn die Stab ist, wenn die Frustration hoch ist. Also Stab ist die auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir für Hypnose. In der Hoffnung, dass wir treffen. Anhiri haut sich selbst, das ist gut. Hypnose auch getroffen, sehr schön. Und jetzt bringen wir irgendwas auf dieses Banieri rein. Frage was? Ich schlage Joy vor. Joy ist noch Level 18, Joy macht das. Joy ist auch relativ stark, ne? Auch relativ schnell. Das war unser garantierter Sleep-Turn. Jetzt gehen wir für Extrasensory und hoffen auf lustige... Wir sind schnell, wir sind langsamer als das Banieri. Oder war das gerade eine Quick Attack? Ich hoffe, das war eine Quick Attack. Nee, wir sind einfach tatsächlich langsam. Oh, das ging wieder Quick Attack. Haut sich selber. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall ist Banieri jetzt weg. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Jigglypuff. Das ist ein bisschen gruselig. Der hat eine Menge Speedef. Ich glaube, es ist sinnvoll für Rock Smash zu gehen. Fee ist es ja noch nicht. Ist ja nur Normal Type. Und wir könnten Death Drops kriegen. Tun wir auch. Sehr schön. Cute Charm. Oh, ja, das habe ich nicht bedacht. Pound. Critical Hit. Okay, wir wechseln aus. Gut, dass wir das geklärt haben. Auf, Ethlyn ist Female. Bringen wir mal Ethlyn rein. Die hat ja eh noch einen Level-Puffer. Disable. Kannst du nicht. So, und jetzt gibt es einen Double Slap auf minus 1 Death. Also, ich hoffe, du freust dich. Schneller sind wir auch. Schön. Ich hoffe, dass wir genug Double Slaps hitten. Tun wir. Nice. Okay. Jigglypuff weg. Delcatty noch. Das ist halt schon entwickelt. Das ist ganz schön strong. Double Slap, I guess. Geht für Fake Out. Okay. 9 KP. Ist jetzt nicht so super schlimm. Und da kommt der gegnerische Double Slap auch noch. Wie viel Schaden pro Hit? War ein Crit. 4, okay. Und wir missen unseren Double Slap. Das ist ja optimal. Drei. Okay, dreimal. Und wir missen noch einen Double. Alter, ist. Was soll das denn? Ethlyn, komm mal raus da. Wir brauchen deinen Regenerator eben. Rein mit Song. Double Slap. Ich tippe auf 3 Schaden pro Hit. Na, 2. Okay. So, immerhin sind alle Moves von Delcatty Normal Moves. Wegen seiner Fähigkeit Normalize. Wir gehen jetzt einfach hier wieder für Confused Ray. So wie wir es immer tun. Das trifft auch jeden Double Slap, ne? Immerhin hat es nur 2-mal getroffen. Und wir haben... Du kleines Stück Scheiße. Das Drecksvieh trägt Blendpuder. Du kleines Stück Dreck. Okay, das hast du jetzt verdient. Blendpuder. Was soll denn der Mist? Aber immerhin sollten wir in der Lage sein, das Delcatty zu 1v1. Außer wir missen halt alles wegen Blendpuder. Deswegen haben wir auch unsere Double Slaps gemisst. Das Kackvieh hat Blendpuder. Nicht mehr verwirrt, geht für Sing, trifft. Geil. Absolut genial.
Ich werde Song jetzt einmal auswechseln. Werde ich das? Ja, ich werde Song jetzt einmal auswechseln, dann kann ich nämlich es später nochmal reinbringen, um Ethlyn wieder zu regeneraten. Einfach Blendpuder. Eins, zwei, drei, vier. Komm, gib mir noch die fünften. Schade. Hätte ja sein können. So, Double Slap. Zing. Und noch. Double Slap, please! Nicht von dir, von mir! Dankeschön! Meine Fresse! Und es macht gar keinen Schaden. Och nee. Und wir treffen nur zwei. Ja, geil. Bronze, komm noch mal rein. Wir brauchen ein bisschen Regenerator. Dieses Delcatty, ne? Mit seinem Blendpuder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, wenn es jetzt einen davon krittet, stirbt Song am nächsten Hit. Das würde ich gerne vermeiden. Versuch mal nochmal Ethlyn reinzubringen. Vielleicht misst er ja auch mal seinen Double Slap. Aber es scheint es nicht vorzuhaben. Eins. Zwei. Drei. Incinerate, please. Trifft immerhin. Okay, ein Incinerate noch und das Ding ist dead. Okay, Sing gedodged und Incinerate gehittet. Dankeschön. Boah. Dieses Delcatty. Dieses Drecksvieh. Level 20 Ethlyn. Okay. Also keine Level-Ups mehr für Ethlyn holen. Secret Power. Den nehmen wir doch. Wie viel Power hat der? 70. Ja, weg mit Double Slap. Gib mir Secret Power. Das hat auch Statusveränderungen einfach random dabei. Ich weiß nicht, was es in der Arena macht, aber es ist cool. Extra Sensory. Ja, Song, bitte. Nimm die Extra Sensory, weg mit der Confusion. Extra Sensory macht mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden. So, da kommt Clefairy. Ich wechsle ihn jetzt erst einmal aus. Können wir Jagen reinbringen, I guess. Bringen wir mal Jagen rein. Ich habe halt Angst, dass das Ding mit Metronom jetzt ankommt. Und mir irgendwie jetzt eine Blitzkanone in mein Gesicht donnert. Double Slap. Eins. Zwei. Macht halt nur 4 Schaden pro Hit, ne? Also ist in Ordnung. Jetzt gehen wir für den Flinch mit Headbutt. Vielleicht werden wir auch nicht gecute-charmed. Die Option gibt's ja. Werden wir tatsächlich nicht. Es geht für den Defense Curl. Tu dies. Warte mal. Chip Away killed. Hier geht für Chip Away. Das ignoriert deinen Defense Curl. Zack. Hat ja was gebracht, diesen Move zu haben. So, Jane auch auf Level 20. Takedown. Ding ist, wir sind Dreckless. Also ich glaube, Takedown ist tatsächlich ein Play. Weg mit Chip Away. Jetzt hat Chip Away, wurde einmal benutzt, jetzt ist es weg. Ich glaube, Takedown ist tatsächlich ein Play. Auch wenn ich den Recoil nicht fressen möchte, ich glaube, Takedown ist ein Play. Weil wir Reckless sind. Und es kann gut sein, dass wir den Damage mal brauchen, um Mon zu finishen. Wahrscheinlich Buffeland. Dieses Drecksvieh. Warum ist hier ein Buffeland? Das macht mich immer noch fertig, dass hier ein fucking Buffeland ist. Okay. Aber ich werde den Part jetzt beenden. Das war mir jetzt zu viel Aufregung für einen Tag. Heißt, ich werde nach dem Part direkt den nächsten aufnehmen, aber erstmal werde ich grinden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Grinding. Bis dahin. Ciao.